So, wir sind ja die Trüffelschweine und suchen noch immer schöne Trends für euch. Und was ich jetzt wieder gefunden habe, sind matte Lippen. Matt gemacht, da steht, also das sind jetzt Leute mit roten, erkennbar super roten Lippen. Und die sollen angeblich dafür sorgen, dass man wahnsinnig viele Komplimente kriegt. Und man zwar mit matten Lippenstiften viel mehr Komplimente als mit glänzenden Lippenstiften. Oh, ja, Mensch, ja, und es ist, gibt einen tollen Kussmund, hält ewig. Und ist super hot, was zu beweisen wäre, denn wie ist denn das mit den matten Lippenstiften? Erkenne ich das im Regal oder steht es drauf? Also am besten fragt ihr euch da mal durch. Von Dior zum Beispiel gibt es eine Linie, die hat matte Lippenstifte, die sind alle sehr, sehr matt. Dann gibt es Lippenstifte, Moment, den muss ich gerade einmal hier so. Von Max Factor, die Lipfinities, die sind matt und halten. Die sind ja so ein bisschen, sage ich jetzt mal, übertrieben wie ein Edding. Da passiert überhaupt nichts und die sind automatisch schon matt. So sieht das aus, wenn man die im Regal sieht. Ja. Ich zähle aus ein goldenes Haus. Was würdest jetzt du sagen, welcher da matt ist? Nee, matt ist davon keiner. Ja, so. Der könnte matt sein, aber muss man ausprobieren, das sieht man so nicht. Aber ich zeige euch einen Trick, wie ihr die ganz schnell matt bekommt. Nämlich auch die, die ihr vielleicht schon zu Hause im Handtäschchen oder im Regal habt. Das ist jetzt irgendein roter Lippenstift. Den tragen wir hier mal auf. Und man kann vielleicht erkennen. Ja, komm. Blöde Stelle machen wir hier. Ob der glänzt. Das sieht man gut. Ja, auch das so, sieht da kann man erkennen, er glänzt. Wie bekomme ich den jetzt matt? Super, super einfach mit Transparentpuder. Und zwar nehmen wir den Transparentpuder auf dem Wattepad. Jetzt gucken wir, so sieht man den Glanz. Und da könnt ihr einfach so drüber. Oh, der verschmiert auch beim Abpudern nichts. Könnt ihr gut erkennen. Ne? Ich mache das mal am lebenden Objekt. Ja, mach mal. Denn so. Ich muss ja auch fühlen. Der Farb, da könnt ihr sogar so ganz leicht drüber fühlen. Da steht und ja der Name drauf. Guck mal, ich habe einen Pinsel mit Michaelas Konrads Namen. Das ist ja, halt meine Pinsel. Da hat die einen Mann hier hinten sitzen, der, der die Pinsel schnitzt. Ja. Der Pinsel schnitzt. Ja. Und dann könnt ihr schon sehen, in dem Moment, wo ich den transparenten Puder drüber gebe, das geht aber auch nur wirklich mit 100% transparenten Puder, dann hält er viel länger. Ja, da kann man gucken, der ist matt und er färbt. Ja, neuer er färbt überhaupt ein bisschen nicht. Mehr Farbe, ne? Ja, er färbt überhaupt nicht ab. Wenn dann höchstens super, super minimal. So, jetzt habe ich hier super klasse Rot. Ist schon sehr brutal, dieses Rot. Ja, nur die sagen, man kriegt Komplimente. Da bin ich auch sehr für. Ja. So, jetzt habe ich, das sieht eigentlich relativ matt aus. Oder vertue ich mich da jetzt? Welchen hast du jetzt genommen? Und den hier. Der von Dior, der ist auch schon, der ist schon relativ matt. Da mache ich jetzt mal noch ein bisschen Glanz drauf, sonst sieht man es nämlich gar nicht. Guck mal, nimm doch den, den ich hier genommen habe. Der war richtig schön glossig. Okay, dum, 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 dum. Oh, ich finde rote Lippen. So. Und jetzt guck mal so in die Kamera, dass man erkennen kann, dass der glossig ist. Kann man das? Ich küsse euch mal eben. So. Jetzt, müsst euch das glaub, jetzt mach doch mal einen Abdruck auf deinen Handrücken. Küss dich mal. Ach stimmt, das schreiben die auch. Die küss schreiben. Dich mal. Ja, die schreiben aber auf den Kleenex, sagen die. Ja, aber jetzt küss dich mal nur, damit man zeigen kann. So, da geht jetzt Farbe ab. So, jetzt nimmst du mal den transparenten Puder. Dick drauf, Martina. Da passiert überhaupt nichts. Einfach dick drauf. So. Ich habe die Milch getrunken. Nö. Jetzt nimmst du den Farbüberschuss oder den Puderüberschuss mit dem Pinsel weg. Da kommt das Rot wieder raus. So. Jetzt nimmst du den anderen Handrücken und küsst dich nochmal. Und? Jetzt vergleich mal beides. Ha! Das ist ein großer Unterschied, oder? Also, genau. Super. Also, wie gesagt, es ist ein vom Gefühl. Ich muss doch das Gefühl beschreiben, aber das könnt ihr ja dann selber fühlen, wenn ihr es macht. Ja, fühlt sich das trocken. Das ist der Werbeblock. Wir nehmen den Michaela Konrads Pinsel und wir nehmen Michaela Konrads Puder und das ist jetzt unser Werbeblock. Ja, der Puder ist wichtiger als der Pinsel. Den kriegt ihr umsonst mitgeliefert. So, was wollte ich denn noch sagen? Genau, die sagen nämlich einfach aufs Kleenex, also ich meine, man muss es ja nicht auf den Handrücken machen. Nein, das habe ich jetzt nur dich machen lassen, damit man sehen kann. Bei dem unabgepuderten färbt es komplett ab und sobald die Lippen mit dem transparenten Puder abgepudert sind, färbt das gar nicht mehr so ab. Und ihr kriegt matte Lippenstifte hin, die nämlich sonst Geld kosten. Viel Geld sagen wir es mal, ne? Viel Geld kostet. Alles, was besonders ist, kostet immer extra Geld. Und ihr seid voll im Trend. Oh. Ha, wir mal wieder, ne? Transparent Puder, matte Lippenstift, matt. Okay, Türchen.